Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Es wurde folgende Frage gestellt. Nehmen wir mal an, ein Muslim schreibt zu den Mushrikin, also zu den Polytheisten von Alul Harb, also mit denen es ein Kriegsverhältnis gibt, dass die Muslime sie angreifen wollen. Und er erzählt Geheimnisse, ein Geheimnis von den Geheimnissen der Muslime. Wird dadurch das Blut, also dieser Person, die den Brief geschrieben hat, halal, ja, also verdient er die Todesstrafe, und ist das ein Beweis für Mawala al-Mushrikin? Ja? Und ja, die Antwort darauf ist, dass das Blut eines Muslims nicht halal gemacht wird, außer wenn er tötet oder Zina gemacht hat, nachdem er verheiratet war, oder wenn er klaren Kuffer gemacht hat, klaren Kuffer, nachdem er Iman hatte. Also das ist zumindest, natürlich rufen wir jetzt nicht dazu auf, jemanden zu töten. Wir reden jetzt nur allgemein über den Hukm, mit dem wir es im Islam zu tun haben. Ja? Ist kein Aufruf dazu, dass jetzt hier in Deutschland jemand irgendwie sowas in die eigene Hand nimmt. Ja? So, und dann auch weiter beim Kufr bleibt, nachdem er Iman hatte, weil erstmal bei solchen Sachen, wenn es in einem islamischen Land beispielsweise so einen Fall gibt, dann gibt es Istitaba, der wird erstmal zur Tauba gerufen, ja. So, und das Zeigen von einem Geheimnis der Muslime an die Nichtmuslime oder ihm warnt vor den Muslimen, dass die ihn also angreifen wollen oder ein Geheimnis von dem Muslim verrät, ja, das ist nicht in und für sich selber ein Beweis von klarem Kuffer. Klarer Kuffer ist, wenn jemand so etwas macht, die Muslime bekämpft, nicht wenn er einfach nur ein Geheimnis verrät, jemand warnt, dass die Muslime angreifen, das ist kein klarer Kuffer, sondern klarer Kuffer ist, wenn jemand so etwas macht, weil er den Islam hasst. Weil er hofft, dass der Islam vergeht, dass die Muslime verlieren, dass die Muslime untergehen, dass der Islam untergeht. Ja, das ist das Urteil in dieser Sache. Also nochmal, einfach nur einen Käfer zu warnen, ja, und ein Geheimnis von den Muslimen zu verraten an einen Käfer, das ist kein klarer Kuffer, sondern das ist eine große Sünde im Islam. Jazakumullahu khairan.